Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich heute wieder ausgelegt, ich hatte Lust dazu und ja, wir gucken auf die weibliche Seite. Das heißt, wir schauen also, was dich in den nächsten Tagen hier erwartet und ja, was dich aktuell vielleicht auch beschäftigt. Und ihr wisst ja, es ist ein allgemeines Kollektiv, das heißt, es ist jetzt keine persönliche Beratung und alles, was ich hier sage, kann mit dir in Übereinstimmung gehen oder eben auch nicht. So. Dann schauen wir uns jetzt erstmal die erste Karte an, die gefallen ist. Und da haben wir hier den Berg bekommen. Ja, da haben wir halt schon wieder eine Blockade liegen oder irgendwas, was sich für dich hier gerade aktuell ja etwas schwierig gestaltet, in welcher Angelegenheit auch immer. Das heißt, du bist also hier momentan, ja, könnte man sagen, vor einer Herausforderung gestellt, ja, die jetzt anzunehmen. Der Berg ist zwar ein Stein, der dir vielleicht aktuell auch gerade in den Weg gelegt wird oder den du dir vielleicht auch gerade selber in den Weg legst. Aber wir wissen, dass wir einen Berg erklimmen können. Wir haben also hier zwei Möglichkeiten. Das heißt, wir können jetzt hier steil nach oben gehen, um den Gipfel zu erreichen und auf der anderen Seite wieder runter zu gehen. Oder wir können hier auch sagen, gut, das ist uns zu anstrengend, dann gehen wir halt außen rum. Es dauert halt einfach ein bisschen länger, ne? Also wir gucken uns jetzt mal die Zusatzkarten an, um was sind das hier sich handelt. So, da haben wir einmal den Physical Body, den physischen Körper dazu bekommen. Ja, und diese Karte sagt ja, oder das beziehungsweise dein Körper ist ja das Vehikel, sage ich mal, mit dem du dich auf der Erdebene bewegst und auch dein Körper hat eine Stimme sozusagen. Ne? Und der Körper sagt ja auch, was er braucht. Das heißt, hier geht es also darum, auf deinen Körper zu achten. Vielleicht hast du auch hier körperliche Blockaden, die sich hier aktuell gerade zeigen. Weil wenn die Seele nicht im Gleichgewicht ist, dann kann sich das auch über den Körper bemerkbar machen. Das ist so. Und das kann sein, dass dir hier eben gerade die Gesundheit, weil wir haben hier unterm Deck auch den Baum, wie du siehst, dass sich hier gerade irgendwas bemerkbar machen möchte. Das heißt, hier ist also irgendwo ein Teil von dir ja, mehr oder weniger aus dem Gleichgewicht geraten oder eben blockiert. Und man will dich sozusagen darauf hinweisen. So, wenn du jetzt keine körperlichen Beschwerden hast, ne, muss ja nicht immer sein, aber vielleicht kriegst du andere Hinweise dazu über wie du, vielleicht auch über, wie du psychisch beieinander bist, sage ich jetzt mal. Na, dass man hier also schon die Hinweise kriegt, dass also irgendwas nicht passt und dass man also hier im Endeffekt liebevoll mit sich selbst umgehen soll, natürlich auch mit dem Körper, sich pflegen, sich achten, respektieren, ja. Und vor allem der physische Körper zeigt ja auch die Gedanken an. Ja, das heißt, es geht auch um die Gedanken, dir bewusst zu machen, was du denkst. Das heißt, du kannst dich auch hier gedanklich blockieren. Deswegen habe ich das Psychische angesprochen. Und das heißt, guck mal, ob du irgendwo kritisch mit dir selbst bist. Vielleicht setzt du dich gerade auch mit deinem Körper auseinander, dass dir da irgendwas nicht gefällt oder dass du da mit dir selber unzufrieden bist. Guck mal, oder was negative oder andere Gedanken sind. Ja, dass du vielleicht auch zu sehr in die Selbstkritik mit dir gehst oder dass du einfach zu hart, ja, der Stein ist hart, dass du zu hart mit dir selber umgehst oder zu sehr selbst mit dir ins Gericht auch, ne? Dann hör oder versuche aufzuhören, das zu tun. Ja? Hier geht es darum, die Gedanken zu verändern, liebevoller mit sich selber umzugehen, liebevoll mit, wenn man, wie beschreibe ich das jetzt, dass man mit liebevolle Gedanken hat, ja, dass du versuchst, die Gedanken, die dich gerade blockieren oder das, was für dich jetzt gerade schwierig ist, oder so, versuche das in eine positive Richtung wieder zu bewegen, ja. Der Baum ist ja auch die Heilkarte oder ein Entfaltungsentwicklungsprozess. Das heißt, guck dir mal genau an, was tut dir nicht gut oder ja, wo legst du dir quasi selber die Steine in den Weg, ja. Das heißt, nimm es mal an und akzeptiere es, wie es ist, auch wenn es gerade vielleicht schwierig ist oder herausfordernd ist oder ekelhaft ist, wie man es auch beschreiben möchte, sondern versuch wirklich so Gedankenbereinigung zu machen. Ja, so wird es hier aufgezeigt mit dieser Karte. Jetzt schauen wir mal die Klärungskarten dazu an.
Ja, da haben wir jetzt einmal hier die 28. Es kann jetzt für dich selber stehen, dass deine Aktivität auch hier gerade blockiert ist, dass du also nicht vorwärts kommst, nicht weißt, was du tun sollst. Es kann sich aber auch hier um eine Person handeln, die gerade hier vielleicht auch dir Stress macht oder wo dein Gegenüber hier gerade blockiert ist. Ja, das musst du jetzt für dich hier schauen. Aber es kann wirklich dieses Aktive sein, ja, dass man sagt, du wirst jetzt hier eigentlich in der Aktion gerade mehr oder weniger ja, stillgelegt, blockiert einfach, weil es nichts zu tun gibt. Das heißt, zu tun ja, mit sich selber zu beschäftigen. Ja? Das heißt, nicht mit dem Außen zu beschäftigen, weil wir haben hier, wie gesagt, den Baum, Entwicklungsprozess. Wir haben hier unterentdeckt die Sterne. Da geht es also um eine Klärung oder über irgendetwas, was man sich klar werden soll. Ja? Klar natürlich auch über die Blockade, die man hat oder was gerade hier so schwierig für dich ist. Und deswegen wird das gerade hier bei deinem Vorangehen blockiert. Wir haben ja noch den Schlüssel, das heißt, die Sicherheit spielt hier auch eine große Rolle. Na, es kann sein, dass man hier immer wieder versucht, Sicherheit zu erlangen mit dem, was man macht. Ja, es geht aber dann hier eigentlich um deine innere Sicherheit. Also bitte nicht die Sicherheit im Außen suchen, sondern beschäftige dich mit deiner inneren Sicherheit. Das heißt, wenn du hier blockiert bist oder ins Wanken gerätst oder irgendwo unklar bist, dann guck mal, was ist der Auslöser dafür. Und wir haben hier den Klee. Ja, hält nur noch kurzfristig an. Das geht auch wieder raus, wie man hier sieht. Aber der Klee ist auch so dieses kleine Glück. Ne? Die Sicherheit im Außen zu suchen, ist das kleine Glück. Das heißt, es geht für dich darum, dass du in dir selber schaust. So, jetzt kann man auch sagen, gut, dein Herzensmensch scheint dir auch gerade blockiert zu sein. Vielleicht ist es auch genau das, was dich gerade stresst. Oder wo du sagst, boah, super, ne? Jetzt geht das wieder von vorne los. Das wird aber auch nur kurz anhalten. Ja? Das heißt, dein Gegenüber muss sich auch gerade mit sich selber und seinem Körper auseinandersetzen. Vielleicht hat er gerade auch irgendwelche körperlichen, gesundheitlichen Blockaden, ja, von denen du vielleicht jetzt auch weißt und vielleicht hast du es mitbekommen oder hat es dir auch mitgeteilt, für die, die Kontakt haben. Ja. Und da sieht man schon, ja, es ist ein Hindernis, das kann man aus dem Weg räumen, ist also keine Tragödie nicht. Man sieht ja auch, dass es mit Sicherheit nur kurzfristig ist, aber trotzdem ist es anscheinend jetzt nötig. Und man könnte hier jetzt auch sagen, dass es spirituell eingeführt wird. Ja? Also, dass das Göttliche hier schon irgendwo die Fingerchen im Spiel hat und sagt, gut, dann setzen wir euch beide jetzt erstmal ins Aus. Also entweder, also wie gesagt, euch beide, entweder dich oder ihn, damit ihr euch mal anschaut, dieses Sicherheitsthema dahinter ist, ja, dass also irgendwas soll jetzt in die Heilung gehen. Und wir haben hier bei den Tarotkarten den Bube der Schwerter und da haben wir auch die Einsicht und die Klärung, um die es geht. Ja. Hier steht es eigentlich schön drum. Kritik ist manchmal schwer zu ertragen und trotzdem ist sie notwendig, um sich selbst zu reflektieren und aus seinen Fehlern zu lernen. Sehe deine aktuellen Krise als eine Chance für dein Wachstum. Ja, also besser könnten wir es hier eigentlich nicht kriegen im Zusammenhang mit dem Baum. Das heißt, ja, vielleicht seid ihr aneinander geraten. Ja, das ist dann der Berg einfach hier so eine kleine Blockade jetzt entstanden ist, weil ihr vielleicht irgendwas, vielleicht habt ihr gestritten oder habt was diskutiert oder es war irgendwie eine andere Blockade da zwischen euch beiden, ja. Und vielleicht habt ihr euch gegenseitig da irgendwas an den Kopf geworfen oder du hast ihm was an den Kopf geworfen oder er hat es dir gesagt, ja. Aber wichtig ist, hier wirklich in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, okay, gut, wo brauche ich da ständig diese Sicherheit, ja. Was möchte ich gerne haben, ja, deswegen auch Gedanken aufpassen, was man denkt, ne? Gedanken sind immer sehr machtvoll und es kann sich immer alles umsetzen und auch wenn es jetzt momentan hier herausfordernd ist, dann sieh es als Wachstum, ne? Also besser könnte man das hier nicht erklären und auch für dein Gegenüber geht es eigentlich darum, ne? Dass der jetzt wieder mal blockiert ist, aber das hilft nichts, weil da muss er sich hier was anschauen, das heißt, wo hält er denn fest oder wo braucht er wieder die Sicherheit, wo braucht er die Bestätigung, ne? Also kann jetzt parallel bei euch laufen oder dich oder ihn oder euch beide betreffen. Das ist jetzt hier die Frage. So, dann schauen wir uns mal den zweiten Stapel an. Also es ist keine Stapelwahl, ne? Ich habe nur gemischt. Das sind die zwei letzten Karten, die rausgefallen ist. Ja, da haben wir hier den Blumenstrauß. Da haben wir also schon das Thema der Leichtigkeit, der Lebensfreude, dass man wieder Spaß hat. Wir haben aber auch die Einladung liegend, ja, dass man sagt, gut, momentan ist es noch blockiert, aber hier sieht man schon, dass die Einladung kommt oder dass man versucht, wieder aufeinander zuzugehen.
Schlimmer wäre es, wenn es umgekehrt wäre, ja, wenn der Blumenstrauß und dann der Berg, dann würde ich sagen, okay, die Einladung ist jetzt blockiert. Aber das haben wir jetzt und man versucht also wieder hier eine gewisse Leichtigkeit zu schaffen oder beziehungsweise ja, wieder miteinander zu kreieren, aufeinander zuzugehen, ja, aber auf der schönen Weise. Kann jetzt hier ein Besuch sein, eine Einladung sein, die kommt. Schauen wir mal weiter und da haben wir hier den Bären. Ja, braucht Mut, Kraft und Stärke. Ne? Es ist aber hier auch so, dass man sagt, gut, na, bitte schauen, in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude hineinzugehen. Hier ist momentan gerade ein bisschen die Stärke blockiert, wie man sieht. Aber darum geht es eigentlich, ja, dass man wieder Kraft tankt. Deswegen, vielleicht hast du dich auch jetzt hier gerade ein bisschen zurückgezogen. Und schaust dir das hier an, dass du einfach wieder sagst, gut, ich muss jetzt hier schauen, dass ich wieder in meine Leichtigkeit komme und in meine Stärke, ja. Es kann aber hier einfach auch genau jetzt diesen Mut aufzubringen, aufeinander wieder zuzugehen. Ja, wer immer das jetzt auch von euch beiden macht, ist jetzt eigentlich völlig irrelevant. Aber hier soll einfach etwas wieder mehr oder weniger in den Ausgleich kommen. Jetzt hatte ich gerade eine Botschaft im Kopf und jetzt ist sie weg. Wieso? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, dann war es vielleicht nicht wichtig. Oder sie kommt nochmal. Für alle, die aufs Berufliche schauen, ja, es kann auch hier, muss nicht immer die Liebe betreffen, es kann auch was beruflich sein, dass du da gerade auch ausgenockt wirst, aber hier kommt eine Einladung, ja, von der Obrigkeit oder von, ja, vielleicht wartest du auf irgendjemanden, der dich, Vorstellungsgespräch, wie auch immer, ja, ist hier eine Obrigkeit, Chef, Chefin, Vorgesetzter, wie auch immer. Der Bär kann natürlich hier auch für jemanden aus der Vergangenheit stehen, ja. Also irgendjemand, der schon länger her ist. Vielleicht ist es ja auch dein Herzensmann. Vielleicht habt ihr auch schon länger keinen Kontakt mehr. Das kann auch sein, ne? Dass es hier schon länger nicht mehr zur Kommunikation gekommen ist oder zum Austausch. Und dann taucht hier jemand aus der Vergangenheit wieder auf. Ja, ich muss es mit einfließen lassen. Es kann aber auch hier sein, dass es mit dem Bären einfach mit einer reiferen, älteren Person zu tun haben. Also kann älter als du sein, muss nicht, sondern da geht es dann auch um die Reife dahinter. Ja, dass man wirklich sagt, gut, ist jetzt hier so gelaufen, aber man ist im Endeffekt erwachsen genug, das irgendwo zu klären oder wieder in, ja, in etwas Schönes zu bekommen. So, da schauen wir uns jetzt mal hier die Klärungskarte dazu an. Wir haben hier Miracles und das ist das Wunder. Und im Endeffekt, ja, auch die Karte sagt ja, wenn du jetzt gerade hier Herausforderungen hast, ja, denen du gegenüberstehst und nicht weißt, wie du vorwärts gehen sollst, ja, es wird ein Wunder geschehen, ja, also etwas, was immer sich jetzt gerade hier schwierig zeigen mag, ja, die Miracle-Karte ist sehr schön dazu, dass man sagt, hey, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sondern im Endeffekt entscheidet sich eigentlich jetzt, wie es weitergeht. Das heißt, diese Herausforderung, der du gerade gestellt wirst, entscheidet letztendlich über deinen weiteren Erfolg oder das, was du umsetzen möchtest. Ja? Und die Karte ist so, dass halt manchmal werden in unserem Leben einfach Dinge auf den Kopf gestellt, damit wir quasi eine andere Perspektive oder eine andere Sichtweise zu manchen Sachen erhalten. Ja? Auch da passt jetzt wieder der Baum schön rein, weil es geht ja um die ständige Entwicklung und dieses Wachstum, dass wir oder den Weg, den wir gehen, damit wir wachsen. Und das heißt, wenn also hier Chaos gerade ist oder etwas auf den Kopf gestellt wird oder Blockaden da sind, ja, Herausforderungen da sind, dann geht es eigentlich darum, dass hier andere Perspektiven sichtbar werden sollen, dass du, ja, dass du deine Sichtweise vielleicht auf manche Dinge mal ändern solltest, ja, weil der Berg ist ja auch dieses sture, eingefahrene, ja, man meint, das muss sicher so sein, ja, also man geht da eine Schiene, eine Linie quasi, ja, das ist dieses sture dahinter und jetzt geht es eigentlich darum, dass man dieses sture auflöst, ja, dass man leichter wird und je leichter ich werde und je mehr ich wieder quasi in meine Kraft reinkomme, umso mehr kann das wieder fließen sozusagen, ja. Und das ist auch wie so ein Zyklus, der sozusagen hier beendet werden soll, damit also etwas Neues entstehen kann, damit ich eine neue Sichtweise darauf kriege, eine neue Perspektive sozusagen, ja. Und ja, jeder Neuanfang ist wieder ein Wunder sozusagen,
Ja, weil man denkt immer das Schlimmste, man geht immer von dem Schlimmsten aus, ja. Man möchte immer absichern, ja. Aber hier geht es nicht um die Absicherung im Außen, sondern hier geht es wirklich, dass du selber in dir diese Sicherheit, diese Stabilität erreichst oder wie gesagt, vielleicht auch dein Gegenüber, ja. Und hier geht es darum, dass du dir das nimmst, was du haben möchtest, ne? Und ich sage immer so, das ganze Leben ist eigentlich ein Wunder, ja. Wir müssen froh sein, dass wir aufstehen dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir gesund sein dürfen. Ja, das sind alles so Sachen, die man sich immer wieder auch vor Augen halten sollte. Im Endeffekt ist es so, dass alles immer ein bisschen Zeit auch braucht. Ja, ich kenne das. Man möchte vielleicht immer gleich die Sachen sofort klären und sprechen, sage ich mal, und aufeinander zugehen. Aber manchmal braucht das Zeit. Ja, das ist tatsächlich hier so. Ich kriege hier gerade wieder so viel Info rein. Hier geht es eigentlich auch darum, dass du deine Reife zeigst. Ja, dein Erwachsensein, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht übers Knie brechen, sondern ich schaue einfach, dass ich hier ruhig bleibe, dass ich entspannt bleibe, dass ich leicht bleibe, damit das sozusagen sich zeigen kann, damit es fließen kann. Und da sind halt andere Perspektiven oder andere Sichtweisen nicht schlecht, ja, oder oftmals auch vonnöten. Und ich denke, das ist der Grund, warum das hier gerade in der Blockade ist. Und das kann euch beide betreffen, dass man sagt, ihr habt beide vielleicht eine sture, eingefahrene Haltung, ja, weil das ist jetzt hier so gewesen, ja, die Vergangenheit taucht hier auch natürlich auf, dass man sagt, okay, das Geschenk ist jetzt eigentlich hier, die Vergangenheit nochmal anzuschauen und zu sagen, okay, was blockiert mich denn hier jetzt eigentlich oder wo halte ich denn hier noch in irgendwelchen alten, ollen Kamellen fest? Ja, deswegen auch der Neubeginn oder dieses, wo die Karte eigentlich sagt, hey, es soll ein alter Zyklus beendet werden, ja. So, dann haben wir hier mit den Klärungskarten das Herz, ne? Es geht eigentlich um die Liebe oder um eine Herzensangelegenheit und wir haben hier die Lilien. Und genau da soll was in den Ausgleich gebracht werden bei euch beiden oder bei dir, je nachdem. Ja? Dass man hier auf Herzebene auch diese innere Zufriedenheit, ja, diese Sicherheit in sich, da geht es wirklich nur hier zu schauen und zu sagen, hey, warum brauche ich das im Außen, sondern warum habe ich es im Inneren nicht, weil das Innere wieder nach außen geht. Also das Außen ist ja nur der Spiegel von dir selbst, ja. Das heißt, du kriegst ja im Außen nur das gezeigt, was quasi in dir ist. Und du sollst jetzt hier eigentlich dieses Geschenk annehmen, um zu sagen, gut, ich kann jetzt hier ein für alle Mal etwas, was aus der Vergangenheit vielleicht noch festgefahren war, wo ich noch dran festgehalten habe, so sture Meinungen, alte Muster, Glaubenssätze, kannst du jetzt eigentlich ablegen oder darfst du jetzt eigentlich ablegen? Und das kann euch beide betreffen, ja, auch bei deinem Gegenüber, dass da irgendwo noch etwas ist, wo man sagt, hey, du musst aber auch hier auf der Herzebene erstmal deinen Ausgleich finden. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum man momentan bei euch auch die Blockade reingesetzt hat, dass also weder er noch du gerade agieren könnt, sondern dass ihr euch jetzt mit euch beiden auseinandersetzt. Ja, das ist also hier soll etwas geklärt werden, geheilt werden. Und wir haben hier den König der Schwerter und da haben wir eigentlich das Sachliche drauf und das Scharfsinnige. Das heißt, es geht auch ein bisschen um die Cleverness. Auch wenn du deiner Sache zu 100% sicher bist, ist es trotzdem ratsam, dir eine zweite Meinung einzuholen. Hol dir einen Ratschlag von einem Experten deines Gebietes, es lohnt sich. Es geht hier eigentlich um das verantwortungsbewusste und emotionale Handeln. Ja, dass man seinem Herzen folgt und eine Verantwortung übernimmt. Das heißt, der Bär ist Mut, Kraft und Stärke, ja, kann aber auch genauso mal seine Krallen zeigen. Ja, das ist, und da haben wir eigentlich wieder auch mit den Lilien diesen Ausgleich da, dass man sagt, sowohl als auch. Ja. Und es geht also hier rational wie emotional in einen Ausgleich zu bringen. Das heißt, dass man also nicht zu kopflastig ist, ja, das aber auch auf der einen Seite nicht zu emotional ist. Das heißt also, das Ganze hier schon mit dem gesunden Menschenverstand betrachten, ja, und im Endeffekt, dass mit diese Konflikte, die man da hat, auch gelöst werden kann, ja, weil, oder gelöst werden können. Weil hier der Bube der Schwerter, das ist ja auch, geht es ja eigentlich auch hier um die Aussprache mehr oder weniger.
Na, dass man miteinander spricht oder dass man das klärt. Na, das haben wir hier. Also viel um das Sprechen auch. Na, und da aufpassen, wie man was sagt, dass es also nicht schon wieder zu Missverständnissen kommt, sondern dann auch die sachliche Ebene. Also das ist klar aussprechen eigentlich, was man möchte. Ja, also nicht so durch die Blume, ja, sondern wirklich dann von Herzen sprechen. Aber klar sprechen, was man möchte. Ja, ich glaube, das könnte hier auch so ein Thema zwischen euch beiden sein, dass hier einfach nicht ganz klar kommuniziert wird. Ja, oder vielleicht bist du derjenige, der hier klar kommuniziert, aber dein Gegenüber kann es noch nicht. Ne? Spannend. So, wir haben hier unterm Deck das Bäumchen. Ja, es geht also um, wie ich schon sagte, Entwicklung. Und da haben wir wieder den Fuchs, ne? Das heißt, es geht darum, sich für diese Zweifel, die man noch hat, oder dieses Misstrauen, was vielleicht da jetzt gerade auch da ist, ja, Misstrauen, dass man nicht stark genug ist, dass es nicht in Leichtigkeit gehen kann. Das hat wieder was mit den negativen Gedanken zu tun, ja, oder dass das sowieso nichts wird, dass das sowieso nichts klappt. Öffne dich mal dafür, schau dir das an, ja, mach hier auf und schau mal, welche Wege und Möglichkeiten es noch gibt. Ja, auch das bestätigt hier eigentlich wieder genau diese Sichtweisen, Perspektiven, Veränderung, ne? Und dann kann das hier auch kommuniziert oder besprochen werden und in die positive Veränderung gebracht werden, definitiv. Ja? Es geht also hier um die Kommunikation zwischen euch beiden. Öppala. So, jetzt bin ich volle Kanne gegen die Kamera und hat es auch gleich voll verschoben. Ne? Ja, das wollen wir. Entschuldigung, Leute. So, dann haben wir hier, soll ich mein, also heute ist ein komischer Tag, jetzt habe ich mein Zwerg auch noch mitgenommen. So, dann haben wir hier die Sterne, also Klärung, die rein soll. Aber wir haben ja auch den göttlichen Schutz. Klärung, weil sich hier etwas hier soll sich etwas wandeln. Guck mal an. Na? Und hier haben wir wieder den Sarg. Es geht Wandel, Transformation. Irgendetwas darf sich verändern bei dir und zwischen euch beiden, bei ihm, wie auch immer. Und hier darf etwas Schicksalhaftes letztendlich mal zu Ende gehen. Hier haben wir ja eigentlich auch wieder das Thema der Vergangenheit oben, ja? Irgendwas muss in den Sarg gelegt werden. Es muss sich hier etwas verändern und da muss die Klarheit erstmal rein. Und dann kann das hier, dieses karmische oder belastende, kann hier auch abgeschlossen werden. Und dann haben wir hier Neubeginn. Neubeginn in der Verbindung, Neubeginn in Beziehung, in Verträgen, je nachdem, wo du halt hier auf welches Thema du schaust. Und dann kann sich das Ganze hier auch ja, schön entwickeln, eine gesunde Basis, ein gesundes Fundament einnehmen, hat aber auch das Potenzial auf eine lebenslange Verbindung. Ne? Hier ist noch ein bisschen einfach zu lernen, das Stabilität- und Sicherheitsthema, wie man hier sieht. So, dann haben wir hier unterm Deck Soulmate, das ist der Seelenverwandte. Ja? Und wir wissen ja, die Liebe ist ja eine göttliche und eine universelle Energie. Ja? Und hier haben wir auch wieder so diese Lebendigkeit drauf, die ja da eigentlich rein soll. Das haben wir hier auch mit dem Blümchen. Ne? Und im Endeffekt, wenn die Liebe ruft, dann geh. Da, oder wenn dich dein Herz ruft, dann geh los. Nicht stehen bleiben, sondern folge deinem Herzen. So. Und es ist eigentlich egal, wohin die Reise dich führt, ja, sondern es soll ja hier was in den Ausgleich und das kannst du nicht mit dem Verstand machen, sondern es geht hier ja wirklich auf das Herz zu hören. Ja, das ist ganz wichtig. Und man könnte hier sagen, ihr seid Seelenverwandt, ja, Soulmate, der Seelengefährte. Ich bin da mal raus mit diesem Seelenpartner-Gedönsel. Ihr wisst es ja, das sage ich ja immer wieder, ne? Das ist nicht so meins. Aber auf jeden Fall sieht man, dass ihr irgendwo euch schon aus dem früheren Leben kennt, ja, oder dass diese Angelegenheit mit Sicherheit aus einem früheren Leben ist. Und ja, einfach als auch man sucht sich und man sucht sich und man findet sich. Ja, so ist eigentlich die Karte, die das hier anzeigen möchte. Das heißt, mit dem Miracle zusammen, ja, anderen Wunder zu glauben. Ja, oder etwas an das zu glauben, dass sich auch etwas positiv entwickeln kann, weil man sieht hier auch wieder, und das hatte ich glaube ich im letzten Jahr und ich, dass ihr da irgendwo parallel gerade lauft. Ja, und das habe ich auch hier wieder das Gefühl, dass ihr parallel mit der gleichen Thematik da irgendwo beschäftigt seid. Ja, das kommt mir hier auch so rein.
Weil sonst hätte man dieses Soulmate ja nicht unterm Deck. Was haben wir denn hier noch? Die fünf der Münzen. Ja, Krise und Härtetest. Manchmal stellt uns das Leben vor große Herausforderungen, die wir nur mit Willensstärke überstehen können. Ja, der Wille dazu muss auch da sein. Denke daran, jede Krise macht dich stärker und du wächst über dich hinaus. Ja, eigentlich das ist ein sehr schöner Satz, den ich hier gerade lese. Erst in der größten Krise erkennt man, ob man zusammengehört oder nicht. Also wenn ihr gerade hier tatsächlich ein Problem habt, ja, ob es jetzt mit dir selber ist oder ob du es mit deinem Wunschpartner hast, dann wird sich eigentlich genau jetzt herausstellen, ob ihr das meistern könnt oder nicht. Weil im Endeffekt ist es ist nur eine Kleinigkeit. Also es ist nichts Großes hier. Ne? Muss man jetzt auch hier Clement Berg ist gerade so eine Kleinigkeit, an der ihr beide gerade hängen bleibt. Aus der Sicherheit raus. Das hat mit der Sicherheit was zu tun. Beide. Da schließe ich jetzt keinen aus. Beide. Deswegen wie die Soulmates. Das heißt, ihr habt hier beide dasselbe Problem. Und das hatten wir schon in den letzten Orakeln immer wieder. Da bearbeitet beide gerade dasselbe. Das heißt, jeder ist hier blockiert, weil jeder eigentlich die Sicherheit sucht, ne? Und sie irgendwie aber nicht kriegt. Und man nicht auf das Herz hört, sondern weil es hier zu verstandslastig ist. Und es kann sein, dass ihr beide körperlich Beschwerden habt, dass nur einer das hat oder dass es hier um dieses negative Gedankentum geht. Nee, das ist schon so. Das hat sich jetzt mit dieser Karte eigentlich aufgeklärt. Also ich gehe schwer davon aus, dass es hier echt eine Liebessache ist, wo ihr gerade eine Blockade habt, aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Es geht jetzt darum, dass ihr beide mutig seid, das Geschenk annehmt, weil wir ja hier schon eigentlich die Sache haben auf eine lebenslange Verbindung. Das heißt, es kann wirklich sie für sehr, sehr lange halten, weil ihr beide eigentlich zusammengehört. Ihr seid ein Soulmate-Paar. Ja? Ihr kennt euch schon aus dem früheren Leben, ihr habt das schon mal durch und jetzt habt ihr euch wieder dazu verabredet, sage ich mal, das zu tun. Aber wie gesagt, wenn, dann red mit jemandem drüber oder vielleicht lässt du dir selber die Karten legen, wie auch immer. Aber hier geht es einfach, jetzt clever zu sein und nicht voreilig zu sein, sondern wirklich aus dem Herzen zu agieren, in der inneren Mitte zu bleiben, in der Leichtigkeit und an das Gute zu glauben, sage ich mal, ne? Dass es sich positiv entwickeln kann. Kommunikations- und Sicherheitsthema haben wir hier. Irgendwie ein bisschen verworren. Ich habe es als sehr chaotische Energie hier. Alles sehr verwirrt, ja. So kommt es mir rein. Keiner weiß, was er gerade tun soll. Aber es geht hier wirklich, oder keiner kann jetzt damit umgehen, was hier war. Aber letztendlich gilt es darum, diese Herausforderung zu meistern und dann wird sich das hier rausstellen. Oder dass er auch anfängt, die Verantwortung mal für sich selber zu übernehmen. Na, gerade wenn es ihn hier betrifft, dass sich das auch blockiert, dass du sagst, ja, der braucht hier ständig Bestätigung, Sicherheit und Dings, ich kann das alles nicht. Ne? Dass er mit dem König der Schwerter eigentlich darum jetzt geht, seinen Mut aufzubringen, für sich selber einzustehen und hier endlich mal was in den Ausgleich zu bringen. Es kann auch sein, was Vergangenes endlich mal abzuschließen. Oder ihr habt, wie gesagt, das Thema bei euch beiden. Es ist sehr verwirrend heute. Also ich habe echt Wirrwarr im Kopf. So ist gerade dieses Orakel. Komische Energie. Naja. Aber wir sehen, wie gesagt, Einladung kommt hier. Man wird auch wieder liebevoll miteinander umgehen. Es wird wieder harmonisch werden. Aber bitte glaube daran und na, beachte die Soulmate-Karte. Es ist noch nichts verloren. Man kann das durchaus aus dem Weg räumen. Ja, meine Lieben, ein etwas seltsames Orakel heute, aber von der Energie her macht nichts. Auch das kann es mal geben. Ich hoffe, dir Informationen hier gebracht zu haben, was du vielleicht gesucht hast. Vielleicht auch ein Anstoß für dich selbst. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Aber wie gesagt, bleib hier positiv, denk positiv. Hier haben wir schon wieder einen sehr guten Ausgang liegen. Ja, das war's von mir. Dann bin ich auch schon wieder dahin und ja, ich.
werde noch die gegenüberliegende Seite auslegen und schauen wir mal, was da los ist. Ne? Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Weihnachtszeit noch. Bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.